Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch etwas mehr über den Pfad der Erde erzählen, der gestern rauskam. Einige Tipps, Tricks und was ihr am besten freischaltet und wie ihr die Dinge dann später am besten nutzt oder was ihr euch am besten herstellt mit den Pflanzen. Dazu gucken wir uns zuallererst mal den Mutterstein an und hier haben wir den Pfad der Erde und natürlich, um ihn freizuschalten, einmal oben links das Ganze eintauschen für 25 Licht. Danach kann man eigentlich direkt auch das hier mitnehmen. Dann kriegt man die ganzen Blumen in Laubhaufen. Bringt einem natürlich auch was, vor allem wenn man Fahrer noch vor sich hat, da noch nicht mit durch ist. Und dann würde ich einfach weitermachen, indem ihr hier erstmal mehr Platz freischaltet. Danach lernt ihr den Dünger kennen. Das sind alles erstmal so Einführungsquests, die man am Anfang freischalten sollte. Genauso wie Geschenk der Erde. Da kann man die Gebrauchsgegenstände freischalten. Und ab da an ist dieser untere Pfad erstmal sehr wichtig und teilweise auch noch der obere Pfad. Also in dem obersten Pfad schaltet ihr immer abwechselnd mehr Platz frei und dann neue Dinge quasi, die man kennenlernt, wie zum Beispiel Raritätendünger und später dann hier noch den Schnellwuchsdünger, also die verschiedenen Düngerarten, kriegt man dann eine kleine Einführung zu und kann die dann herstellen. Und in dem Pfad hier unten schaltet man die ganzen Rezepte frei. Für bestimmte Dinge, die man dann mit den Pflanzen herstellen kann. Wie diese Leckerlis, das Gartenpulver, wenn man es braucht. Tiegel der Weisheit kommen wir gleich auch nochmal zu. Und später auch dann, was ich jetzt auch noch nicht habe, natürlich auch der Fernzugriff auf den Kleiderschrank und einen Transporter zum Mitnehmen quasi, dass man von überall den Transporter nehmen kann. Der obere Pfad wird dann erstmal eher unwichtiger. Der ist dann nur dafür, wenn ihr mehr Licht verdienen wollt und mehr Pflanzen bekommen wollt. Also, nachdem ihr hier alle Dünger freigeschalten habt, bleiben hier am Ende nur noch ja, mehr Beete frei. Das Ganze nochmal. Dann, dass man Licht bei der Ernte bekommt. Nochmal Bonuslicht bei der Ernte, wenn man Pflanzen erntet. Also, das ist generell, um mehr Licht zu verdienen. Eigentlich ganz sinnvoll, wenn ihr die anderen Pfade noch nicht fertig habt und noch nicht genug Licht habt. Aber abgesehen davon, solltet ihr euch erstmal, wie gesagt, auf die Rezepte und so fokussieren. Dann haben wir hier das Ganze nochmal, dass man mehr Wildsamen bekommt. Also solltet ihr Wildsamenprobleme haben und davon deutlich zu wenig haben, müsst ihr hier die zweite Reihe euch freischalten. Würde ich euch aber erstmal nicht empfehlen, weil im Normalfall hat man eigentlich immer genug Wildsamen. Und bisher habe ich da jetzt noch keinen Mangel festgestellt. Die bekommt man eigentlich recht häufig, wenn man durch Laubhaufen reitet. Von daher sollte das eigentlich passen. Ja, und ansonsten waren das erstmal die wichtigen Dinge. Ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr die Spieler-XP hier mitnehmen wollt von den Pferdequests und generell die Pferde freischalten wollt. Und dann hier unten die ganzen Kleidungsstücke, dass man Licht fürs Sammeln für die verschiedenen Pflanzen auf ganz Jorvik erhält. Ist eigentlich auch ganz cool, wenn ihr noch Licht braucht, könnt ihr euch das auch freischalten. Ich brauche das jetzt erstmal nicht, deswegen habe ich das noch nicht freigeschaltet. Genau, die ganzen Kleidungsstücke, Haustiere und so weiter. Aber was noch ganz cool ist, dass man Licht gegen Pflanzen eintauschen kann. Also, wenn man mit dem Ganzen fertig ist und immer noch so viele Pflanzen vielleicht übrig hat wie ich hier, ich habe ja noch einiges. Oder auch wenn man mit Fahrer, wie gesagt, schon fertig ist und die Pflanzen immer noch auf Jorvik ein bisschen gesammelt hat oder immer noch in Zukunft sammeln möchte, kann man das Ganze auch für Licht umtauschen. Was einen dann ja erstmal halt eine Menge Licht bringt, wenn man den Faden noch nicht fertig ist. Aber selbst wenn man mit den Faden schon fertig ist, kann man ja das Licht dann später wieder hier zum Beispiel zu Pferde-XP umtauschen, 2000 zu 2500. Das heißt, ihr könnt quasi ein bisschen über die verschiedenen Wege dann Pflanzen auch in Pferde-XP umtauschen. Als nächstes schauen wir uns mal die Beete an, denn es geht ums Thema Pflanzen anbauen. Ja, was solltet ihr anbauen? Und ihr seht es, ich habe hier schon einiges angebaut, was jetzt mittlerweile gewachsen ist. Sinnvoll ist es eigentlich dauerhaft, Dinge am Anfang jetzt erstmal angebaut zu haben, denn selbst wenn ihr schon genug Pflanzen habt, es geht euch um die besonderen Pflanzen, zu denen ich gleich noch kommen werde. Und wenn ihr noch Pflanzen braucht, ist das Ganze natürlich auch sinnvoll. Also klar geht es wahrscheinlich schneller, wenn ihr über Jorvik rennt und Pflanzen sammelt, als wenn ihr die hier im Garten anbaut. Aber ist vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Ertrag. Aber eigentlich ist das Wichtige, diese besonderen Pflanzen, und zwar die Druidenträne und die Lumoblüte. Und die bekommt man ja, lernt man in den Quests, wenn man verschiedene Kombinationen von Pflanzen anbaut. Da werde ich euch auch gleich mal ein paar nennen, die zu einer gewissen Chance diese besonderen Pflanzen
euch geben. Ihr seht es, hier war gerade so eine Lumo-Blüte. Ja, von den anderen habe ich auch einige. Hier, genau, hier zwei von den anderen. Hier nochmal eine von den anderen. Und ihr seht schon, das sind so verschiedene Kombis, die das Ganze geben. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber generell, wenn ihr mit Fahrer durch seid und die normalen Pflanzen eigentlich gar nicht mehr wirklich braucht, geht es euch bei dem Pfad der Erde vorwiegend um die besonderen Pflanzen, denn mit denen kann man diese praktischen Items herstellen, von denen ich vorhin geredet habe und die ich auch gleich nochmal zeigen werde. Also ich habe bisher 3, 4 Kombis rausgefunden, die euch diese besonderen Pflanzen bringen. Und zwar vorwiegend für die Lumo-Blüte, das ist die hier. Da gibt es recht viele Kombis, und zwar unter anderem an den Außenseiten Färberröte, in der Mitte Moos. Seht ihr, das habe ich jetzt zweimal die Blume bekommen. Dann gibt es die Kombi dreimal Moos, gibt es auch die Lumo-Blüte. Und dann noch die Kombi Kamille, in der Mitte Moos und wieder Kamille. Also Moos in der Mitte scheint oftmals für die Lumo-Blüte ziemlich gut zu sein. Die Druidenträne, da kenne ich bisher nur eine Kombination für, und zwar Flachs, Kamille, Flachs. Also Kamille in der Mitte scheint da umrandet von Flachs ganz sinnvoll zu sein. Mehr habe ich da leider noch nicht gefunden. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr Kombinationen schon rausgefunden habt, wie man diese Pflanzen bekommen kann. Aber beachtet auch, man bekommt sie nicht jedes Mal garantiert in dieser Kombination. Also die Chance besteht zu einer gewissen Prozentzahl, dass man diese Pflanzen bekommen kann, wenn man diese Kombination anbaut. Aber das ist nicht garantiert, und es gibt ja diesen einen Dünger, mit dem man die Chance erhöhen kann, dass diese Pflanzen dann wachsen. Den sollte man aber nur anwenden, wenn man sich sicher ist, dass man auch die richtige Kombination hat. Kommen wir auch schon zu den Dingen, die ihr damit herstellen könnt. Und zwar geht das in dieser Werkbank. Einmal gibt es diese Frohhof-Leckerlis, die erhöhen eure Pferdelaune um eine Stufe. Dafür braucht ihr 4 von diesen Lumo-Blüten. Also generell, diese besonderen Items sind recht teuer, was die besonderen Pflanzen angeht. Des Weiteren gibt es dann zum Beispiel noch den Tiegel der Weisheit. Der kostet keine besondere Pflanze. Der gibt dir 100 Pferde-XP für dein Pferd, wenn du das einlöst. Und scheinbar auch für Freunde in der Nähe, wenn die da stehen. Ja, und ansonsten gibt es, wie gesagt, noch den tragbaren Schrank und den Teleporter zum Mitnehmen. Die kosten jeweils 6 Blumen. Einmal 4 und einmal 2 von der anderen. Ich weiß jetzt nicht, was bei was war, aber die Rezepte, wenn ihr die habt, seht ihr das Ganze auch. Kosten 6 von den besonderen Blumen. Ansonsten könnt ihr die besonderen Pflanzen auch für die Herstellung von Dünger verwenden. Doppelter Ertrag bringt euch eigentlich nur was, wenn ihr die Pflanzen noch braucht. Raritätendünger erhöht halt die Chance, dass diese besonderen Blumen spawnen. Und Sofortwuchs, wie der Name schon sagt, lässt euch das Ganze sofort ernten. Bringt euch aber eigentlich auch nicht wirklich so viel. Am sinnvollsten ist dann auch der Raritätendünger, wenn ihr den sinnvoll anwendet. Genau, und wenn ihr wirklich bei Fahrer noch nicht fertig seid und die Pflanzen braucht, dann ist das Ganze mega nützlich für euch. Ansonsten ist, wie gesagt, nur der Part mit den seltenen Blumen sinnvoll. Wenn ihr schon Stufe 12 hier seid und unten schon alles freigeschaltet habt, alles hergestellt habt, dann bringt euch das jetzt natürlich nicht so viel, wenn ihr hier das Ganze nochmal öfters macht. Außer ihr wollt die Kleidungsstücke häufiger haben. Bei Fahrer kann man übrigens ab jetzt auch die neuen Pflanzen umtauschen. Das heißt, Wildsamen, Lumo-Blume und Druidenträne kann man jetzt hier für Ruf bei Fahrer eintauschen, wenn man dann bei Fahrer schneller vorankommen will. Die anderen, ja, die Special-Pflanzen bringen da jetzt eigentlich nicht so viel, würde ich nicht eintauschen an eurer Stelle. Aber die Wildsamen, 10 Stück für 50 Ruf, klingt doch eigentlich ganz sinnvoll. Kann man machen, wenn man die sonst nicht mehr braucht. Aber 5 von den seltenen für 50 Ruf ist dann echt nicht so sinnvoll. Gut, das waren eigentlich so die wichtigsten Dinge zum Pfad der Erde. Dann gab es noch eine Änderung, und zwar, dass die Pflanzen von Fahrer quasi, oder jetzt vom Pfad der Erde, viel häufiger auftauchen in der Wildnis. Also es gibt so viele neue Spawnorte, man findet die so viel schneller. Wenn ich jetzt hier nur ein bisschen rumreite, seht ihr es. Überall eine Blume. Es gibt auch nicht mehr diesen nervigen Einsammelsound, sondern jetzt so einen ganz entspannten neuen Sound. Und ihr könnt für Fahrer jetzt generell viel schneller all diese Pflanzen sammeln. Die gibt es echt an jeder Ecke. Und die besonderen Verbrauchsgüter könnt ihr übrigens hier über das Pferdemenü, über das Kuhmenü quasi auswählen und dann auch einlösen. In dem Fall jetzt die 100 Pferde-XP.
Gut, ja, das war erstmal alles Wichtige zum neuen Pfad der Erde. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und natürlich eure Kombis für diese besonderen Pflanzen, die ihr noch ausgefunden habt. Da gibt es bestimmt vor allem für die Druidenträne noch einige. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.